Heute häkeln wir gemeinsam eine Rose. Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Bianca vom Wollaus-Team. Ja, ich möchte mit euch heute einmal so eine tolle Rose häkeln. Könnt es mit zwei machen oder, finde ich glaube ich auch ganz hübsch, zwei verschiedene Farben von den Blättern. Aber ich habe das jetzt hier für das Rot gewählt, das Dunkelgrün. Gefällt mir so ganz gut. Ja, was brauchen wir? Wir brauchen natürlich eine Häkelnadel. Ich habe die 4er Häkelnadel hier und wir brauchen Wolle. Ich habe die Luxury Merino gewählt. Ich finde, die hat ganz, ganz tolle Farben und das ist auch eine wirklich sehr schöne Wolle. Ich sage euch mal gerade, was ich hier benutzt habe. Das hier ist die Farbe Carnation und das ist die Farbe Lava. Und dies glaube ich, was war das? Schaut mal rein, da gibt es mehrere Grüntöne. So, und hier dieses Grün, die habe ich hier gerade liegen, ist die Farbe Dill. So, wir brauchen, oder das hat eine super 100% Merino, 50 Gramm hat das Ganze. Und wir haben 140 laufende Meter. So, das dazu. Ja, was brauchen wir noch? Natürlich die Nähnadel, die Schere solltet ihr wie immer zur Hand haben. Ja, dann lasst uns mal anfangen. Ja, wie immer starten wir natürlich mit den Anfangsknoten. Und jetzt brauchen wir eine Luftmaschenkette. Und zwar, ich habe insgesamt 46 Luftmaschen gemacht. Und das macht ihr jetzt auch. 46 Luftmaschen häkeln. So, jetzt überspringen wir die ersten drei, arbeiten hier in die vierte Masche ein. Und zwar, da kommt ein ganzes Stäbchen rein. Wir nehmen uns einmal hier den Faden um die Nadel. 1, 2, 3, 4. Hier in die vierte Masche einstechen. Den Faden holen. Wir haben drei Laschen auf der Nadel, gehen einmal durch zwei und durch zwei. Jetzt überspringen wir eine Masche. Ich glaube, ich komme mal ein bisschen weiter zu euch runter. Jetzt überspringen wir eine Masche. Das muss ich natürlich auch wieder ins Bild kommen hier und stechen in die nächste Masche ein. Und dort arbeiten wir ein Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal ein Stäbchen in diese Masche. Jetzt wird wieder eine Masche übersprungen, in die nächste Masche wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Immer alles in eine Masche rein. Eine Masche überspringen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Und das wiederholt ihr bis zum Ende der Reihe. Wir häkeln drei Wendeluftmaschen, Arbeit wenden. So, und jetzt arbeiten wir hier zwischen dieses Stäbchenpaket, was wir in der Vorrunde gemacht haben. Also, jetzt kommen hier rein zwei Stäbchen. Das fängt der Hund wieder an. Zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Alles hier in diese Lücke rein. In die nächste zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen
und 2 Stäbchen. Alles in eine Lücke. Und auch das wiederholt ihr bis zum Ende der Reihe. Immer hier zwischen zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, weiter geht es. Der Hund hat sich auch ein bisschen beruhigt mit einer Wendeluftmasche und wir drehen das Ganze. So, und jetzt arbeiten wir hier immer in diese Zwischenräume rein. Und zwar hier in diesen ersten Zwischenraum kommen 8 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. In den nächsten Zwischenraum, fängt er schon wieder an hier. Da kommt eine feste Masche rein. So, und das wiederholen wir jetzt auch. Immer 8 Stäbchen. Und in die nächste Lücke kommt dann eine feste Masche rein. Also immer 8 Stäbchen und eine feste Masche. So, wir können den Faden jetzt einmal abschneiden, aber lasst ihn ruhig etwas länger, weil das brauchen wir gleich zum Vernähen. Ich hole mir jetzt hier noch einmal den Faden und ziehe den hier durch meine Schlaufe durch und ziehe es einmal fest. So, diesen Anfangsfaden, den vernähe ich gleich. Kann ich hier unter mit ein paar Stichen vernähen. So, den kann ich jetzt abschneiden. So, und jetzt haben wir den langen hier. Und wir gehen jetzt zur anderen Seite. Und jetzt fangen wir an, das Ganze einzurollen. Hier einfach so rüberrollen. Immer weiter, bis wir hier hinten angekommen sind. So, jetzt haben wir hier den Anfangsfaden oder den Endfaden ist das ja, den auf die Nadel ziehen. Und ich gehe jetzt hier einmal mit so ein paar Stichen nach unten. So, und jetzt steche ich hier komplett einmal durch. Dass ich auch ja alle Schichten erwische, etwas festziehen und das mache ich jetzt hier ein paar Mal durch, alle durch, damit sich das später nicht wieder aufrollt. Na, wo ist er, der Faden? So, gehe ich hier noch einmal rein. Jetzt können wir den Faden auch schon abschneiden. Hier vorne noch ein bisschen in Form ziehen. Und fertig ist unsere Rose. Wie wir dieses Blatt häkeln für die Rose, das zeige ich euch im nächsten Film.
Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht, das nachzuhäkeln. Ich finde das wirklich richtig hübsch. Wie immer freuen wir uns natürlich über das Däumchen nach oben, das Abo nicht vergessen und die Glocke. Die müsst ihr einmal drücken, dann verpasst ihr keins von unseren nächsten Videos. So, tschüss, eure Bianca vom Wollos Team.